die Kiste muss voll sein mit Sniper-Munition. Was, ne? Schon mal eine Menge Arbeit ist. So, so. Da ist gerade okay. Das heißt, ich sollte die Kiste bei der Sniper-Munition unbedingt. Das war schon eine Stahlkiste, ne? Ja. Und wir haben sie nicht voll bekommen, weil Kupfer fehlt. Kupfer. Ja, es wird immer wieder auf Kupfer hinauslaufen, weil hier oben halt kein Kupfer mehr ankommt. Ich glaube, ich zerstöre jetzt wirklich das Ding mal. So, die hier auch. Wo gerade die Forschung durch ist, dann verbrauchen wir auch kein Kupfer mehr hier. Und das sacke ich einfach alles ein und schmeiße das in die eigentlichen Forschungsanlagen später. So. Also, Sniper-Munition. Du hast bisher noch gar nicht geschossen. Das ist kurios. So. Du kriegst Sniper-Munition. Gott. Kupfer. Da jetzt hier kein Kupfer mehr verbraucht wird, kann ich das ganze Kupfer hier einsacken und in die Kupferpresskiste packen. Was dann noch? Dann muss ich das ganze Eisen theoretisch umlenken dahin, wo es eigentlich gebraucht wird. Aber das tue ich ja hier schon automatisch. Dann soll ich die Schmelze anfangen. Ich teste mal ganz kurz, bevor ich jetzt die Schmelze unten aufbaue, also den Komplex, wo dann später auch das ganze Erz hingeliefert wird, wenn die Züge kommen. Weil wir ja in dieser Staffel wieder Züge brauchen werden für Außenposten. Was auch suggeriert, dass wir Außenposten brauchen werden. Du. Was ist langsam? Also ja, es verdoppelt. Allerdings werden wir damals niemals unsere Bedürfnisse befriedigen können. Was heißt, wir brauchen viele von den Grindern. Ich kann ja mal spaßeshalber. Ne, kann ich nicht. Grinder hier zwischenschalten und gucken, wie sehr sich das dann staut. Ja, also ich brauche mehr Grinder und um mehr Grinder zu bauen, brauche ich mehr Alien-Artefakte und ich wollte eigentlich die 10 Alien-Artefakte aufbewahren, um die Power-Rüstung zu bauen. Die übrigens einer der nächsten Schritte wären. Auch wenn ich gerade nicht sehe, was ich dafür noch brauche. Armor-Crafting, dafür brauche ich Advanced Electronics. Dann brauche ich nichts. Ja. Plasma-Launcher. Achso, vor dem wurde ich gewarnt, von dem Mod-Autor. Dass die Dinger noch nicht ganz funktionstüchtig sind in der aktuellen Version. Wobei das schon ein paar Wochen her ist, also könnte es inzwischen gefixt sein. Das sieht aus wie eins der Yoki-Gebäude. Egal. Power Armor. Das, go. Gut. Kupfer, da rein. Kann ich die Flakes auch crushen? Nehmen wir das da raus und crush mal. Ja, kann man, weil es vom selben Mod-Auto ist. Also es ist kompatibel. Das finde ich sehr gut. Block of Copper Dust. Das zählt aber nicht als... Warte. Nee, okay, man kann das denn doch nicht benutzen. Für Munitionsherstellung zumindest nicht. Kann ich dich aber irgendwie wieder craften? Nicht im doch. Ja, ich kann es auch wieder endcraften. Das wäre auch sinnvoll für Züge später. Also wenn wir dann eine Kolonie haben für Kupfer meinetwegen, dann komprimieren wir das in der Kolonie, weil der Zug halt so lange braucht, um hinzukommen. Der kann ja wenigstens eine ganze Zugladung von den Blöcken mit zurücknehmen und nicht eine ganze Zugladung voll Pulver. Klingt sehr gut. Bau das da, bau. Weißt du was? Bau die ersten Construction Bots. Und eine Smart Chest können wir nicht. Eine Smart Chest können wir nicht bauen, weil wir das Friemelkram nicht erforscht haben. Das da. Das ist also der nächste Schritt. Also jetzt gerade in Richtung Power Armor. Das unterbreche ich dann kurz und dann kommt die Smart-Geschichte. Und dann können wir mit der Power Armor weitermachen. Hier mache ich mal ein bisschen Licht, das geht ja so gar nicht. So, so. Okay. Dann bleibt kein Sauerstoff wieder, das sollte ich dann auch demnächst erforschen. Ich soll so vieles erforschen. Ich sollte was essen. Ich hoffe, man hört meinen Magen krummeln nicht zu laut. Und da.
Tschüss, brauche ich nicht mehr. Brauche ich alles nichts. Grüne Tränke. Euch fehlt was. Mal wieder Eisen, hm? Ja, ja. Okay, also ich muss hier unten mehr hochdrehen. Speedmodule, Speedmodule. Sollte jetzt 40% schneller sein. Oh, mehr Speedmodule. So. Alternativ könnte ich hier noch einen Drill hinsetzen, dazwischen noch eine Schmelzanlage und das Ganze dann außenrum laufen lassen. Da hätten wir auch noch Eisen. Schmelzanlage. Schmelzanlage wäre hier. Das Kupfer staut sich ewig hier drüben. Das könnte ich machen. Ich könnte jetzt Kupfer mal abreißen. So. Und hier mit den Crushern arbeiten. Da wir eh keinen so hohen Verbrauch an Kupfer haben, zumindest hier unten. Gerade jetzt. Ein bisschen zumindest, weil sich alles staut. Mache ich dich so, wo ist der Crusher? Crusher, Crusher, da. Und dann von hier aus weiter zum Schmelzofen. Von hier aus dahin weiter. Zip, zip. So. So. Produziert es bei weitem nicht genug. Keine Module, keine Module. Produziert bei weitem nicht genug. Aber das ist mir wert. Dadurch sorge ich jetzt dafür, dass dieses Kupferfeld lange halten wird. Und ich hatte ja schon mal festgestellt, dass Kupfer eher problematisch sein wird als Eisen. Weil wir hier eine große Eisenader haben, da auch, und das schneller schließen können. Das können wir verdammt schnell erschließen, wenn ich einfach diese Basis da zerstöre. Dann könnten wir nämlich die Mauer jetzt schon rüberziehen und sparen uns die ganze Mauer. Da, da wäre eine Basis. Also es ginge. Das wäre echt nicht viel Arbeit. Und ich sollte es eigentlich relativ früh machen, damit ich halt später nicht irgendwelche super-duper-Mutalisken habe, die mir im Weg sind. So, schmeiß Eisen noch da rein, um das Ganze ein bisschen zu kickstarten. Kickstarten? Hier funktioniert alle. Hier wurde nicht irgendwo irgendwas zwischendurch weggeschossen, das ich nicht gesehen habe. Ne, ist gut. Okay. Dann klaue ich mir Batterien, dann klaue ich mir Rote. Was? Achso, du schon wieder. Da. Ich klaue Batterien, ich klaue mir später rote Blöcke, ich klaue mir Eisen und Munition. Dann mache ich wieder meine Runde. Und habe ich erwähnt, dass ich ganz scharf darauf bin, die Roboter zu haben. So, du brauchst... Du brauchst Musteranbindung. So, praktisch. Ah, das ist marginal besser. Oh, da habe ich verklebt. So. Ärmchen. Wie, wo, was? An der Mauer ist okay. Du, da. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Nee, ist es nicht, weil wenn einer aus dem Boden kommt, dann schießen die Guten gerne mal anderthalb Magazine weg, weil es halt nur 7 Schuss sind. Und die können auch daneben schießen, nehme ich an. Genauso wie auch der Char mit dem Snipergewehr immer wieder daneben schießt. So, also wir haben eine Kiste, zwei Kisten, drei Kisten hier schon mal. Auch wenn es das... Auch wenn es das unwichtigste Gebiet überhaupt ist, weil hier alles nach und nach abgerissen wird. Wichtiger wäre es eigentlich, da unten das zu machen. Aber okay. Nimm alles an Kupfer, was du kriegen kannst. Sortiere mal anderen Kram weg wie Holz, Erz, Pulvergedöns. Ja. Und hier. Ich setze mir den ersten Robot. Ich würde mich ganz gerne das haben, dass wenn irgendwas zerstört wird, das sofort neu gesetzt wird. Ist vielleicht nicht die ideale Stelle dafür. Aber ich kann schon mal für die Zukunft planen. Also weg, 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 weg. Da, da, da. Ach, der Boden hört sich auch anders an. Interessant. Ja, gleich. So.
Robot? Wollt die weggeschmissen? Nein, da. Okay. Sagen wir mal. Muss noch einer unten. Da. Und Durst, Hunger, Stickungstod. Blob. Ist kein. Ah doch, man kann es durch das Rote durchsehen. Das heißt, der Nordosten wäre schon mal abgedeckt. Kriegst du auch gleich Roboter. Und Repair Packs und du fliegst von alleine los. Ultra, ultra langsam fliegst du alleine los. Das bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich die MK0 Roboter fliegen sehe. Ganz viele Meldungen, dass repariert werden muss. Also beschäftigt. So, was ist mit dir das Problem? Es kommt nicht genug Kohle an. Ja, kann ich nicht ändern. Also kann ich ändern gleich, aber nicht jetzt. Wobei, kann ich es ändern? Ich habe es schon dreimal jetzt umgebaut, dass die Kohle besser verteilt wird. Und es klappt trotzdem nicht wirklich. Und wir haben wieder kein Essen. Du, Essen. Ich muss mir Holz hacken. Ich muss Essen echt mehr Holz hacken. Ich bin sonst gleich tot. So, oben wird was vernichtet. Türme werden vernichtet. Das ist neu. Das muss ein größerer Angriff gewesen sein. Also. Hier hat auch gerade was rumgewuselt. Oh, wow. Oh, hey. Oh, ich kenne dich doch. Und die haben eine größere Reichweite als unsere normalen Türme. Okay, ich denke, damit haben die Dinger ausgedient. Und wir müssten jetzt alle äußeren Türme... Naja, nicht alle, jeden zweiten, ne? Okay, Frage, die sich mir jetzt stellt. Macht es Sinn, alle Türme mit 5.56 Munition zu ersetzen durch Sniper-Türme? Oder ob eine Mischung sinnvoller ist? Gerade da das Spiel ja doch mit diesem Mod etwas komplizierter geworden ist, kann ich mir vorstellen, dass Monokulturen in der Hinsicht, also alles einer Art, nicht sinnvoll ist. Das Ganze zu vermischen ist allerdings wesentlich komplizierter. Wegen dem Fließband. Müsste ich eine Seite so und die andere Seite so machen. Oder halt alles mit Robotern später, aber das sind schweineviele Roboter. Ich denke, ich mache Hälfte, Hälfte. Das heißt, ich brauche erstmal die Sniper-Türme. Ich brauche mehr Sniper-Türme. Eisen, ja. Eisenzahnräder am besten gleich holen. Ich brauche mehr Sniper-Türme und dann muss ich die Fließbänder umstellen. Mir 600 schieß mich tot davon. So. Wie kriege ich das am besten hin? Indem ich einfach das hier kappe und nur nach rechts rauflege. Und die Munition. Achso, jetzt muss ich theoretisch einmal alles einsammeln. Also hier eine Viertelstunde stehen. Oder das in die Kiste packen. Und sagen wir mal alles in die Kiste. Es ginge noch besser, oder? Ich könnte es dann automatisch gleich wieder auf das Band legen. Ja, ich könnte das so. So. Und die kurz mal anhalten. Jetzt müsste es ja nachrücken, richtig? Genau. Achso, Inventar ist voll. Ja, okay, dann nehme ich hier noch eine Kiste hin, die das gerade nicht drauf liegt, aber später mal drauflegen könnte. Machst du immer noch zu kompliziert, oder? Ja. Tu einfach das da und tu es alles da rein. Egal, wenn ich das jetzt so 5 Minuten laufen lasse oder so, sollte nach und nach alles nur auf der rechten Seite des Fließbandes liegen. Und dann baue ich das hier so um, dass die Munition von hier aus meinetwegen dahin gelegt wird und dann nicht darauf kommt, sondern da hinten irgendwo darauf kommt.
hier, richtig? Richtig. Okay. Was nun? Jeden zweiten Turm ersetzen oder einfach neue Türme daneben bzw. dazwischen setzen? Ich muss den mal verstecken. Ich brauche jetzt erstmal die hier. Das sieht abgefahren aus. Und sehr ressourcenlastig. Dann stecke ich ja all mein Eisen in Sniper-Türme. Mittig geht es nicht, was die gerade Zahl ist. Geht's halt nicht mittig. Mach einfach ungefähr mittig einen davon hin. So. Die kriegen alle auch schon mal ein Ärmchen. Dann passt das. Nicht schön, aber es sollte funktionieren. Warum kommt die Munition nicht oben an? Achso, weil sie schon einmal rumgerutscht ist. Sniper-Munition müsste dann auch bald kommen, aber das ist so viel Strecke, das unterschätze ich jedes Mal. Okay, wo ist die Munitionskiste, die ich hier gemacht habe, da? Bitteschön. Und tu da die Munition, weil damit sie automatisch verteilt. Allerdings verteilt sich nur automatisch, es verteilt sich noch nicht innen, bei der internen Sicherheit automatisch. Das heißt, ich mache später die Kiste hier zu einer Bitteschön-Kiste. Und mache an jedem internen Sniper-Turm eine Gib mir Kiste. Und dann klappt das irgendwie. Jetzt wollte ich mich von der Power Armor ablenken lassen und erst was anderes machen. Was war das andere? Essen? Das wäre die Power Armor. Das wäre Richtung Power Armor. Das wollte ich nicht. Das weiß ich. Ah, genau. Smart Chest, damit ich Logistik Chest machen kann, damit die Roboter auch was zum Operieren haben. Also zum Ersetzen haben von Dingen. So, und sobald ich hier das erste Mal die Sniper-Armung sehe, muss ich das Ganze eigentlich unterbrechen. Ich denke, das mache ich nächste Folge. Also, nächste Folge dafür sorgen, dass der Ablauf hier wirklich automatisiert ist. Das heißt, ich muss diese Umgehungsschleife hier rausnehmen. Jetzt? Ich glaube jetzt. So. Ist das so schon richtig? Und dann hier die Ärmchen wieder hinsetzen. Die ich komischerweise gerade gar nicht mehr habe. Blaue Ärmchen. Wo sind die blauen Ärmchen hin? Egal. Du, da und da. So, und das kann dann weg. Die ganze Munition kann auch hier weg. Und die kommt da hin. Und wenn es irgendwann mal knapp wird, tun wir die Dampen mit rauf. Das heißt, jetzt müsste ich hier irgendwann auf der linken Seite seine Munition auftauchen. Aber wie gesagt, nächste Folge. Was noch? Kupfer. Kupfer ist immer noch ein sehr großes Problem. Muss bearbeitet werden. Und Schmelzanlage muss aufgestellt werden. Wobei ich noch nicht sicher bin, wie wir die Schmelzanlage aufbauen, sodass sie auch für zukünftige Operationen Sinn machen. Also ich müsste sie theoretisch so bauen, dass sie mit dem Volumen von den Zügen klarkommt und sie müsste damit klarkommen, dass sie entweder Platz hat für Grinder oder ich komplett darauf baue, dass die Außenposten sofort mit den Grinder haben. Also entweder die Außenposten, die mit Zügen verbunden sind, später oder dass wir neben jeder Eisenader, die noch in der Basis ist, nicht die Schmelzöfen direkt machen, sondern halt nur den Drill und den Grinder und dann das Pulver zu der Schmelzanlage liefern. Was sinnvoll klingt. Gut, das können wir jetzt schon mal. Das heißt, ich kann jetzt weiter in Richtung Armor Crafting. Wobei, ich mache vorher noch ein, zweimal Essen. Weil Essen ist ein Problem, das ich nicht gedacht hätte. Da ich noch nicht wirklich recherchiert habe und es auch nicht unbedingt möchte, wie man an das Fleisch kommt. War nämlich, glaube ich, Forschung. So, das heißt, bis dahin werde ich zwischendurch mal wieder Holz hacken und mich so ernähren. Das sollte auch einigermaßen hinhauen, aber es hilft halt, wenn wir diese Forschung dazu noch haben. Okay, jetzt aber abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.